auf den Tagesordnungspunkt 6, Abschlussbericht der Enquetekommission zu Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels. Enquetekommission 4. Gemäß § 61 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung, Drucksache 19/1359, zudem der Antrag der Fraktion der Piraten vom 27. Mai 2014, Drucksache 19/5959, zweiter Neudruck. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das ist die Drucksache 19/14077. Ich erteile zuerst dem Vorsitzenden der Enquetekommission 4, dem Abgeordneten Herrn Bayer, das Wort zu einer mündlichen Berichterstattung. Herr Kollege Bayer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sie waren ja auch bei der konstituierenden Sitzung dabei und sind sozusagen Geburtshelfer dieser Enquetekommission. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Fachpublikum, liebe Fahrgäste in Nordrhein-Westfalen, ich freue mich, Ihnen heute als Vorsitzender der Enquetekommission Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels über deren Arbeit und Ergebnisse berichten zu dürfen. Sie konnten im Vorfeld der Plenardebatte bereits lesen, dass wir den Tarifdschungel lichten wollen und dass wir die Sanierung uralter Stadtbahnsysteme getrennt von sonstigen Finanzierungsfragen angehen müssen. Aber diese Enquetekommission hat weit mehr erarbeitet, analysiert und zusammengetragen. Viele der Probleme des Nahverkehrs kannten wir bereits natürlich vorher. Und wir kannten auch die ganzen Aufgaben, die Busse und Bahnen in NRW leisten sollen. Dazwischen klafft eine riesige Lücke, die mit allen vorhandenen Ressourcen nicht zu füllen ist. Dabei ist der öffentliche Personenverkehr unverzichtbar. Er gehört zum Gesamtverkehrssystem und zur Daseinsvorsorge. Ein attraktiver ÖPNV ist auch ein Standortvorteil. Ein Vorteil, den beispielsweise das Silicon Valley nicht hat. Dort versuchen ansässige Firmen mit riesigem Aufwand den fehlenden ÖPNV irgendwie zu kompensieren. Nebenbei sollen Busse und Bahnen eine ganze Reihe politischer Ziele erfüllen. Das sind zum Beispiel Klima- und Umweltschutz, der Schutz der Gesundheit durch weniger Luftbelastung. Busse und Bahnen sollen die lebenswerten Städte durch gute Erreichbarkeiten, weniger Verkehrsflächen, also weniger zugeparkte Lebensräume, sollen für diese Städte sorgen, sollen die Mobilität und Vernetzung von immer mehr Orten des Lebensalltags stärken und schlussendlich soziale Gerechtigkeit gewährleisten. Gleichzeitig kommt nach Jahrzehnten einer eher gemächlichen Entwicklung nun durch vielfältige gesetzliche, gesellschaftliche und technische Veränderungen sowie neue Marktteilnehmer extrem viel Bewegung ins Spiel. Es wird auf jeden Fall Veränderungen in der Verkehrspolitik geben. Die Frage ist nur, welche? Wer nimmt auf die Entwicklung Einfluss? Und welche Rolle spielt dabei der ÖPNV oder die eben genannten Ziele? Denn den politischen und gesellschaftlichen Zielen und Herausforderungen steht das fortdauernde Problem der nicht ausreichenden Finanzierung des ÖPNV gegenüber. Diese ungelösten Fragen, Probleme, Aufgaben und Perspektiven des öffentlichen Personenverkehrs haben 2014 zur Einsetzung dieser Enquetekommission geführt. Beantragt von den Piraten und von allen Fraktionen beschlossen. Das war gut, denn die Notwendigkeit in der Zwischenzeit ist größer geworden. Einerseits ist der Druck technischer Innovationen und neuer Marktteilnehmer längst nicht mehr nur theoretischer Natur und andererseits verschärfen sich absehbar die finanziellen Probleme. Trotz des Mittelzuwachses im Landeshaushalt und erhöhter Regionalisierungsmittel sind die Erwartungen an den ÖPNV zukünftig mit einem einfachen Weiter-so nicht zu stemmen. Mitverantwortlich sind auch die aufgelaufenen Sanierungsdefizite, vor allem bei den alten Stadtbahntunneln. Dem ÖPNV droht so dadurch eine Abwärtsspirale. Weniger Geld, weniger Angebot, weniger attraktiv, weniger Fahrgäste, weniger politische Unterstützung und wieder weniger Geld und so weiter. Diese Abwärtsspirale bei der ÖPNV-Finanzierung, Angebot und Attraktivität muss durchbrochen werden. Auch der politischen Ziele wegen. Und die Aufgaben wachsen derweil weiter. Denken Sie an die drohenden Fahrverbote für Diesel-Lkw oder Pkw vor allem, Diesel-Pkw in vielen Städten Nordrhein-Westfalens.
Auch hier zum Beispiel in Düsseldorf, wo gerichtlich festgestellt wurde, dass der Luftreinhalteplan ja auch tatsächlich praktisch funktionieren muss und nicht nur dastehen darf. Welche Mittel gibt es da? Halt Fahrverbote oder mehr ÖPNV? Die Notwendigkeit einer veränderten Verkehrspolitik wird spürbarer. Es gibt bereits Forderungen nach einer Verkehrswende im Klimaschutzplan NRW und in den Berichten anderer Kommissionen. Aber wir wollten es nicht bei bloßen Forderungen belassen. Mit dieser Enquete-Kommission hat sich die Legislative sehr intensiv und zielgerichtet mit den detaillierten nächsten Schritten in die verkehrspolitische Zukunft befasst. Wir haben alle Finanzierungselemente dreimal umgedreht, Strukturen in Frage gestellt, auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Ich betone vor allem auch wieder zusammengebaut, denn am Ende bringt uns eine viel diskutierte Landesnahverkehrsgesellschaft dann nicht alleine ans Ziel. Wir haben auf sehr hohem Niveau recherchiert, analysiert und wissenschaftlich fundiert gearbeitet. Nach der Einsetzung am 4. Juli 2014, von der Konstituierung am 12. Dezember 2014 bis in den Dezember 2016, in 28 zum Teil langen und intensiven Sitzungen. Wir haben als Grundlage auch drei Gutachten erstellen lassen. Für Politiker besonders interessant ist dabei das Gutachten von Schmidt Mobility, welches dazu rät, Finanzierungstöpfe deutlich zu trennen. Auf Grundlage transparenter Finanzierungstöpfe können wir beispielsweise viel besser darüber streiten, wie wir mit den im Vergleich zur Gesamtfinanzierung geringen und sehr überschaubaren Einnahmen aus den Ticketerlösen in Zukunft umgehen. Die Gutachten, Vortragsfolien und viele Inhalte konnten Sie schon seit langem einfach online abrufen, dort einsehen. Wir waren eine sehr transparente Enquete. Wir haben die Expertise von rund 100 weiteren Sachverständigen bei den Beratungen einbezogen. Es waren sogar insgesamt mehr als 100 Experten, wenn man zum Beispiel die Experten, mit denen wir in Tallinn gesprochen haben, mitzählt. Ja, die Kommission war auch in der estnischen Hauptstadt Tallinn und es war wirklich sehr gut, da gewesen zu sein und den frischen Trends für den Nahverkehr dort nachzugehen. Jeder weiß, dass die Esten ganz vorne mit dabei sind, wenn es um Digitalisierung geht und dass die Einwohner den ÖPNV kostenfrei nutzen können. Aber ohne Estnisch zu können, kann man eben nicht mal eben online nachschauen, wie das denn jetzt in der Praxis, im Alltag, im Leben funktioniert oder wie die Esten das selbst wahrnehmen. Sicherlich läuft hier in NRW nicht alles so wie in Estland. Aber würde ein fahrscheinfreier Nahverkehr zu mehr Vandalismus führen? Lässt sich dort beantworten? Nein. Führen E-Tickets immer zur Harmonisierung? Automatisch auch nein. Gut. Was hatten wir dann ansonsten an den Inhalten, außer Bus und Bahn fahrscheinfrei und Digitalisierung, noch so auf der Agenda? Im Fokus standen die Sicherstellung der ÖPNV-Finanzierung und entsprechende Finanzierungsinstrumente. Die Enquete hat dabei weit über die schlichte Forderung nach einfach nur mehr Geld hinausgedacht. Die konventionelle öffentliche Finanzierung ist kompliziert. Man kann die Finanzierung natürlich visualisieren, damit man sie dann besser versteht. In Fachkreisen nennt man diese Grafik, diese Visualisierung dann Spaghetti-Diagramm. Spaghetti-Diagramm, weil in dieser Grafik dann fast nur noch Linien zu sehen sind und man sie kaum auseinanderhalten kann. Wir haben geschaut, wie man das vereinfachen kann. Und damit meine ich nicht nur die Vereinfachung der Grafik. Ebenfalls ein weites Feld ist die Finanzierung durch die Fahrgäste. Hier ergab sich, dass das Lichten des Tarifdschungels ein einfaches, nachvollziehbares und unkompliziertes System ohne Hürden viel mehr bringt als reine Preispolitik. Wir haben uns dazu Analysen zum 365-Euro-Ticket in Wien und ähnliche Modelle angeguckt. Und wir haben uns detailliert mit einer großen Anzahl innovativer Finanzierungsmodelle und Instrumente beschäftigt, die neue Wege gehen und andere Modelle ergänzen können. Mit dabei Solidargemeinschaften wie beim Semesterticket oder Umlagen wie beim Bürgerticket für die fahrscheinfreie Nutzung des Nahverkehrs. Aber auch viele Varianten der Drittnutzerfinanzierung, von der Parkraumbewirtschaftung bis zum Mieterticket. Darunter auch die in Frankreich sehr erfolgreiche Transportsteuer, die zur zweckgebundenen Finanzierung des ÖPNV vom Arbeitgeber erhoben werden kann. Öffentlich-private Partnerschaften, Sponsoring,
Alle Instrumente wurden gleichberechtigt und wertfrei hinsichtlich Chancen, Risiken und Perspektiven analysiert. Auch Organisationsstrukturen sowie Chancen technischer und gesellschaftlicher Trends haben wir intensiv beraten. Wir haben dabei alle Akteure angehört und alle Argumente aufgenommen. Wir haben uns aber von keinem Verband beeinflussen lassen, sondern unabhängig von anderen Papieren einen Bericht erstellt, der dadurch für die zukünftige politische wie wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich besonders wertvoll ist. Nicht jede Erkenntnis wird allen Akteuren schmecken. Das muss sie auch nicht. Ich freue mich, dass wir in der Analyse und bei der Erarbeitung der Grundlagen und Möglichkeiten alle gemeinsam mutig und progressiv vorgegangen sind. Auf dieser Basis wurden 18 gemeinsame Leitsätze entwickelt und 161 Handlungsempfehlungen, ja, 8 weniger als die Familienenquete gestern, 161 Handlungsempfehlungen mehrheitlich verabschiedet, die nun der Ausgangspunkt für konkrete politische Initiativen sind. Die abschließende Bewertung einzelner Instrumente fällt zum Teil unterschiedlich aus und wir haben auch Sondervoten dazu. Sie werden sicherlich gleich feststellen, dass die Sprecher der Fraktionen, mich eingeschlossen, auch Unterschiede betonen. Das ist nur logisch, wenn es um alles oder nichts für die Zukunft des ÖPNV geht. Wir streiten nämlich nicht um die Analyse, die Erkenntnis über die Probleme oder die generelle Aufgaben des ÖPNV, sondern um die politischen Schwerpunkte, die Zukunftsideen und politische Instrumente gegen den Stillstand. Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Überblick über die gemeinsamen Leitsätze und die Handlungsempfehlungen der Kommission geben. Zunächst ein einfaches Finanzierungssystem, darunter die Aufteilung der Finanzierung und der Finanzierungstöpfe in erstens die Sanierung der kaputten Infrastruktur, also die sogenannte nachholende Sanierung, dann zweitens den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur und drittens und unabhängig davon den Betrieb. Wir haben auch Fahrzeugpools rauf und runter diskutiert, aber natürlich kennen wir die Probleme dabei. Dann Prüfung zusätzlicher Finanzierungsinstrumente, vor allem die Möglichkeit der zusätzlichen Finanzierung für Kommunen auf kommunaler Ebene. Hierzu müssen zunächst die gesetzlichen Grundlagen zur Einführung kommunaler Finanzierungsinstrumente überhaupt erstmal geschaffen werden. Und der gesetzliche Rahmen zur Durchführung von Modellprojekten zu Finanzierungsinstrumenten und Angebotsformen, auch auf kommunaler Ebene, muss auch geschaffen werden. Es gibt aber auch Forderungen an den Bund an der Stelle, eine zusätzliche Zweckbindung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zur Finanzierung des Nahverkehrs zum Beispiel. Dann die Schaffung eines landesweiten ÖPNV-Regionalnetzes mit neuen Schnellbuslinien, die S-Bahn als Bus für Regionen ohne S-Bahn. Grob erklärt, vom Land bezahlte Schnellbusse sollen die Aufgaben einer S-Bahn dort übernehmen, wo es keine S- und Regionalbahn gibt. Dann Multimodalität und multimodale Stationen sind und bleiben große Aufgaben einer interdisziplinären Politik. Wichtig ist nun auch ein einheitlicher, leicht verständlicher Standard für die Kennzeichnung und Beschilderung von Angeboten unterschiedlicher Mobilitätsstationen. Dann Veränderung der Strukturen und Vereinfachung und Harmonisierung der Tariflandschaft. Wir haben uns sehr viel auch mit Details des aktuellen Tarifdschungels beschäftigt. Wir alle sehen, dass die Tariflandschaft mindestens verbesserungsfähig ist. Ein Einfach-Weiter-Ticket ist ja erstmal nur ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung. Dann die Erhöhung der Attraktivität und Kundenfreundlichkeit. Da haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht in alle Richtungen, aber auch zum Beispiel durch digitale Angebote. Wir haben das E-Ticketing breit beleuchtet. Was kann es bringen? Was kann es unter anderem als Fortentwicklung des bestehenden Systems mit neuen Ideen bringen? Auch dazu gibt es ein Gutachten, was wir haben erstellen lassen. Es soll beim E-Ticket ein deutlich vereinfachtes Tarifsystem zur Anwendung kommen. Wir empfehlen auch die Gewährleistung des Erwerbs von Prepaid-E-Tickets ohne Registrierung. Doch auch darüber hinaus muss natürlich der Datenschutz beim E-Ticketing gewährleistet sein. Wir wollen außerdem das direkte Buchen von Bedarfsverkehren und flexiblen Angeboten via Internet, auch mobil, ermöglichen. Digitalisierung ist aber nicht allein gleichbedeutend mit dem E-Ticketing. Ein besonderes Augenmerk verdient die Digitalisierung als Geschäftsmodell. Der ÖPNV hat in Deutschland bereits jetzt 10 Milliarden Nutzer jährlich. Das ist ein Schlüsselmarkt beim Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle
Und in diesem Bereich, dieser Bereich ist eigentlich noch nicht mal ansatzweise erschlossen. Da ist noch sehr viel Potenzial. In kaum einem anderen Bereich fallen mehr Daten an. Das bringt Gefahren, aber auch Chancen. Verkehrsunternehmen und Verbünde sollen im öffentlichen Auftrag die Chance nutzen und nutzen dürfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Es wäre schön, wenn das sozusagen die öffentliche Hand macht und wir nicht plötzlich nachher von außen überrascht werden. Open Data und offene Schnittstellen spielen dabei auch eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Rolle. Außerdem wollen wir, dass NRW die Chancen autonomer, fahrerloser Fahrzeuge und neuer Antriebstechnologien nutzt. Anschließend empfehlen wir dem Verkehrsausschuss des Landtages regelmäßig, mindestens aber alle 2 Jahre nach Beginn der anstehenden Legislaturperiode, über den Stand der Umsetzung des Berichts der Enquetekommission zu unterrichten. Damit, mit diesen Leitsätzen, Handlungsempfehlungen, mit dem Bericht, haben wir die Grundlage und die Empfehlungen für eine zukunftsfähige und vorausschauende Verkehrspolitik erarbeitet. Und die ist sowohl dringend gefordert als auch machbar. Denn wir haben Handlungsempfehlungen zurechtgelegt, mit denen jede Fraktion und jede Regierung etwas anfangen kann. Schauen Sie dabei nicht nur auf die Essenz, die Handlungsempfehlungen, blättern Sie durch den Bericht. Wir haben uns mit Instrumenten beschäftigt, die nicht zur Alltagspolitik des Parlaments gehören. Die Analysen und Ergebnisse können sich sehen lassen. Sie gehen weit über das hinaus, was in der üblichen parlamentarischen Arbeit im Landtag für den ÖPNV erreicht wird. Wir haben uns ja auch 2 Jahre dafür beschäftigt. Ich danke dafür den rund 100 Sachverständigen, die in Sitzungen durch Vorträge, Stellungnahmen und Gutachten sowie während unseres Aufenthalts in Tallinn bei der Erarbeitung dieses Berichts geholfen haben. Insbesondere gilt mein Dank den dauerhaften Sachverständigen und Kommissionsmitgliedern Professor Dr. Tobias Bernecker, Benedikt Hauser, Gisela Nacken, Jörg Niemann und Dr. Klaus Vorgang, die uns über die 28 Sitzungen intensiv begleitet haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir das fachlich hohe Niveau der Enquetekommission auch in den Debatten der Sitzung dauerhaft ganz oben halten konnten. Frau Nacken, Herr Dr. Vorgang, zumindest Sie habe ich schon gesehen. Ich freue mich, dass Sie die Plenardebatte heute auch live hier verfolgen können. Ebenfalls hier im Saal sind die wissenschaftlichen Referentin Dr. Friederike Maus und seit Sommer 2016 im Team Sabrina Bauer, die uns vom Landtag aus nicht nur unterstützt, sondern durch alle fachlichen Ebenen und auch Täler geleitet haben. Vielen Dank, dass Sie mit uns dieses Projekt gestemmt haben. Und für die Kraft und den Antrieb dieses Projekts möchte ich mich herzlich bei allen Referentinnen und Referenten der Fraktionen bedanken, die mit sehr großem Einsatz erarbeitet und festgehalten haben, was Sie in den Kapiteln des Berichts lesen können. Die ganze Zeit und überall dabei waren Stefan Bouillon, Michelle Eichhorn, Evelyn Hepp, Daniel Schleiser und Gregor Waluga. Das sind die Expertinnen und Experten, die nun jedes Detail zur Finanzierung des Nahverkehrs in NRW kennen. Mein besonderes Dankeschön für die wirklich hervorragende und immer perfekte und zuverlässige Organisation geht an Annette Kowoll und das gesamte Kommissionssekretariat mit Gisela Lange, Lena Dietl, Lisa-Marie Tietke, Julia Lovenfosse, Patricia Gerlando und Miriam Hufschmidt. Ihnen möchte ich auch noch mal herzlich danken für die Organisation. So, ich möchte jetzt nicht ständig Superlative gebrauchen, aber soll man machen, das Team halt wirklich gut, war klasse. Und zum Enquete-Team, das so wunderbar zusammengearbeitet hat und für den Nahverkehr in NRW Informationen und auch politische Positionen zusammengetragen, analysiert und bewertet hat, gehören natürlich vorneweg die 12 Abgeordneten unter den Kommissionsmitgliedern, darunter mein Stellvertreter Carsten Löcker und die Sprecher der weiteren Fraktionen Henning Rehbaum, Rolf Beu und Thomas Lückel. Hier hinter mir, ich wusste jetzt nicht, ich habe sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Das haben wir sehr gut gemacht. Auch da meinen ganz herzlichen Dank.
Alle 17 Mitglieder der Kommission sind tief in die Themenbereiche eingestiegen und haben sehr konstruktiv am Fortschritt der Enquete-Kommission gearbeitet. Die Enquete-Kommission und ihre Handlungsempfehlungen sollen weit über den Bericht hinaus Wirkungen entfalten. Wir freuen uns daher auf das Feedback und das Engagement der Ministerien natürlich, der Verkehrsunternehmen, der Aufgabenträger und der Politik insgesamt und von allen Interessenten und Interessierten. Sorgen Sie mit Mut und Beharrlichkeit dafür, dass wir in NRW die Mobilität aller Menschen auf Dauer gewährleisten können. Das sage ich nicht nur einfach so, das meine ich ernst. In der nächsten Legislaturperiode werden entscheidende Weichen gestellt. Daher wende ich mich zum Schluss noch einmal persönlich an alle Abgeordneten im Plenum. Es kommt nun darauf an, wie und mit welchem Ehrgeiz die Erkenntnisse und Empfehlungen in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt wurden. Bitte unterstützen Sie da Ihre Verkehrspolitiker. Bitte unterstützen Sie Ihre Verkehrspolitiker. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie werden noch abgeben. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Auch ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken für den Vorsitz dieser Enquete-Kommission. Sie haben sich bei den Abgeordneten bedankt, bei den Sachverständigen, bei vielen, die erfolgreich daran mitgewirkt haben, bei Mitgliedern der Landtagsverwaltung. Auch Ihnen herzlichen Dank für diese vielen Sitzungen und für diese verantwortliche Arbeit als Vorsitzender der Enquete-Kommission. Vielen Dank. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner den Kollegen Löcker von der SPD-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Worterteilung. Mit dem durch die Enquete-Kommission 4 vorgelegten 330-seitigen Bericht über die Zukunft des ÖPNV in Nordrhein-Westfalen werden zahlreiche Handlungsempfehlungen vorgelegt. Nach sicher ausgiebigen Diskussionen, meine Damen und Herren, in der Kommission kann nun ein in großen Teilen konsensual abgestimmter Bericht durch den Landtag zur Kenntnis genommen werden. Mein Dank gilt allen Beteiligten, es ist eine Selbstverständlichkeit, den Sachverständigen, die bereits hier auch namentlich erwähnt worden sind, den Assistentinnen und Assistenten und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion. Es war eine intensive Zeit, die 2 Jahre, aber es war auch eine gute Zeit, glaube ich, dieses Thema im Mittelpunkt zu haben. Es ist ein wichtiges Thema und man hat das auch gespürt, meine Damen und Herren. Die Handlungsfelder waren relativ schnell auch formuliert. Angebot, Digitalisierung, Finanzierung und Struktur und Organisation waren die 4 Überschriften, so kann man sie sicher nennen, und sie spiegeln auch im Wesentlichen die Herausforderungen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, wider, was die Weiterentwicklung des ÖPNVs angeht, und zwar sowohl in den Ballungsgebieten wie auch im ländlichen Raum. Das muss betont werden. Es gibt eine Reihe von wichtigen Herausforderungen, die zu bewältigen, heißt eben auch große Einigkeit zu haben in den grundsätzlichen Zielen, sicher auch in den Prioritäten unterschiedliche Geschwindigkeiten und Zielsetzungen zu haben. Ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot ist ein zentraler Baustein, die Mobilität und die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land zukünftig weiter zu erhöhen und zugleich, meine Damen und Herren, das Klima zu schützen. Der ÖPNV gewährleistet die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger und ermöglicht auf diese Weise eben auch soziale Teilhabe, oft hier auch in der Diskussion. Auch die Wirtschaft profitiert davon, leistungsfähiger Nahverkehr, Beschäftigte, ortsansässige Betriebe, dass die Menschen zuverlässig zur Arbeit kommen können, ohne dass die Unternehmen auch noch hohe Kosten sozusagen für zusätzlichen Parkplatzbau haben. Handel und Gewerbe, die Kunden direkt vor der Tür, Stationen, Haltestellen, alles wird gleichzeitig zuverlässig und mit großer Sicherheit vermittelt und angeboten. Ich glaube, das ist schon eine Leistung, die für unser Land besonders wichtig ist. Meine Damen und Herren, das Mobilitätsverhalten wandelt sich. Das muss man sagen, das sehen wir auch. Und ich will hinzufügen, die autogerechte Stadt kommt nicht. Insbesondere in den Großstädten und Ballungsräumen lässt sich nämlich ein Trend feststellen. Gerade junge Menschen kombinieren immer öfter verschiedene Verkehrsmittel und besitzen oftmals überhaupt kein Auto mehr. Mehr Menschen fahren Fahrrad, Bus, Bahn, auf das eigene Auto wird verzichtet. Lieber wird sozusagen ein Auto gemietet, um eine Mobilitätskette zu bilden. Dieses Angebot trifft insbesondere in Großstädten auf große Resonanz. Das stimmt. Die Fahrgastzahlen steigen ja ständig, auch dieser Tage erst wieder deutlich geworden. Ein echter Mangel, meine Damen und Herren, das gehört ausdrücklich zu diesem Satz dazu, tritt in diesem Zusammenhang allerdings deutlich hervor. Der Stadtbahnverkehr in den großen Metropolen fährt an vielen Stellen in unserem Land bereits auf der letzten Felge. Das darf man sicher so formulieren. Die Verkehrsunternehmen werden täglich an ihre Leistungsgrenzen, insbesondere im Ballungsraum, geführt. Zur gleichen Zeit,
Und das ist der zweite Teil, nicht nur der Wahrnehmung, sondern der Entwicklung, schrumpft allerdings der ÖPNV in der Fläche. In vielen ländlichen Räumen verschärft der Bevölkerungsrückgang und die Veränderung, die Konzentration von Schulen, Verwaltung und Einkaufsmöglichkeiten eben auch ungünstige Ausgangsbedingungen. Oft besteht der Nahverkehr im ländlichen Raum nur noch aus einem Rumpfangebot, sogenannter Schülerverkehre. Das ist ein unattraktives Restangebot. Die Analyse ist also gemacht. Was tun? Das war auch die zwei Jahre noch mal eine wichtige Frage, die im Mittelpunkt stand. Und wir sagen ja von den Regierungskoalitionen deutlich, Mobilitätsgarantie muss in Zukunft beantwortet werden mit einem Angebot aus einem Guss. Die Betonung liegt auf einem Guss, ein gutes Angebot für Stadt und Land. Nur so können wir die Strukturen auch aufrechterhalten. Das bedeutet eben auch für die Städte folgende Herausforderungen. Wir brauchen natürlich nicht nur ein Gutachten für die Stadtbahn, sondern auch eine ganz klare Ansage, dass die Erneuerungsinvestitionen entsprechend auch valide finanziert sind. Und da sehen wir ganz klar die Verantwortung bei Bund und Land, auch einen entsprechenden Plan aufzulegen. Beide müssen hier helfen, weil es auch um Milliardeninvestitionen gehen werden die nächsten Jahre. Und dafür brauchen wir ein spezielles Förderprogramm, um auch die Barrierefreiheit, die natürlich auch im Mittelpunkt der Debatte stand, zu schaffen. Keine Kleinigkeiten, meine Damen und Herren. Und wer die Klimaschutzziele des Landes auch erreichen will, der muss auch die Anschaffung von Elektrobussen entsprechend durch ein gesondertes Programm fördern. Das will das Land tun. Wer meint, man könnte mit Diesel sozusagen die Busflotten der Zukunft betreiben, der irrt aus meiner Sicht, insbesondere was die Ballungsräume angeht. Da muss was passieren. Und wenn man das für die Ballungsräume beschreibt, dann muss man natürlich auch eine Antwort finden, wie sieht die gute Mobilitätskette für den ländlichen Raum aus. Ein wichtiger Teil der Debatte, der Gespräche über zwei Jahre. Und dort gibt es Fehlentwicklungen, die ich bereits beschrieben habe. Und bislang fehlt ja auch eine Definition, was ist denn das Mindestangebot für den ländlichen Raum, meine Damen und Herren? Was sind die Standards für eine entsprechende Nahverkehrsversorgung? Es soll ja auch um gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum und in der Stadt gehen. Und wenn das die wichtigste Aufgabe ist, dann ist das sicher auch in der nächsten Legislaturperiode näher zu beleuchten. Wir brauchen unkonventionelle Wege, damit wir im ländlichen Raum auch entsprechende Angebote kreieren können. Ein erster Schritt ist ja bereits sozusagen im ÖPNVG gemacht worden, dass das Land auch anerkennt, wenn man Mobilitätsketten über Land bilden will, dann braucht man auch sozusagen die Bereitschaft, eine entsprechende Finanzierung auszuloben. Und das ist auch gemacht worden. Und wir reden über Regiobuslinien, da gilt es sicher noch darüber zu reden, was das im Detail bedeutet. Aber klar muss sein, dass der ländliche Raum auch eine entsprechende Anbindung braucht. Und es geht auch darum, die Bürgerbusinitiativen stärker zu unterstützen, nicht nur finanziell. Wenn hier und da es auch rechtliche Probleme gibt, dann muss das in Ordnung gebracht werden, damit wir das hinbekommen. Und der Dreiklang besteht eben auch darin, dass der schienengebundene Ausbau stattfindet. Da, wo es sich lohnt, das sagen wir, da, wo die Strukturen es eben auch hergeben, da es unterschiedliche Strukturen gibt im ländlichen Raum, ist das sozusagen keine Blaupause für alles, sondern eher die Frage, wo ist das sinnvoll, an welcher Stelle. Und wir glauben auch, dass das Land an der Stelle, wenn es um Standards geht und darum geht, das zu sichern, eben sich nicht nur als Durchlauferhitzer für die Weitergabe von Bundesmitteln hergeben darf in Zukunft, sondern auch einen Beitrag leisten muss, Initiative ergreifen muss, wie das denn mit der flächendeckenden Versorgung im ländlichen Raum laufen soll. Da gibt es eine Verantwortung hier auf Landesebene, die sehen wir auch und wie wir hören, soll die ja auch entsprechend genutzt werden. Meine Damen und Herren, wer Mobilität aus einem Guss will und wir wollen das, der muss natürlich auch, und das ist sicher ein Paradethema für viele, die jeden Tag unterwegs sind, die Entflechtung des landesweiten Tarifdschungels Priorität einräumen. Nur so kann der städtische und ländliche Raum zukünftig erfolgreich vernetzt werden. Das hört sich ein bisschen sperrig an, aber es ist sozusagen immer so, mir fällt da immer ein Gedicht ein, wenn ich über die Tariflandschaft schaue. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so begriffsstutzig bin. Ich studiere die Ticketauswahl der Verkehrsverbünde und sehe selten einen Sinn darin. Ein Märchen aus längst vergangenen Zeiten, Fragezeichen, sicher nicht. Es ist ja eher tarifchinesisch, was uns nicht aus dem Sinn geht. Und neben dem Studium des Fahrplans gilt es sich auch immer durch den dichten Tarifdschungel, der immer noch zu sehen ist, zu schlagen. Und wir sagen ganz klar, wir müssen, meine Damen und Herren, für die Zukunft mehr Digitalisierung wagen. Und das heißt nichts anderes, wie dass wir das Land auch hier in der besonderen Verantwortung sehen, sich als Koordinator in diesem Zusammenhang zu verwenden und die Aktivitäten der Zweckverbände und der Akteure auch ein Stück weit zusammenführen, lieber Klaus Vorgang. Und deshalb meine ich auch, dass das Beispiel des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg der letzten Woche ja, mit der
im Zusammenhang mit dem Kurzstreckenticket ein Beweis dafür war, dass es eben nicht gut läuft, meine Damen und Herren, und dass wir weitere Anstrengungen brauchen, dass am Ende klar ist, wir wollen mit einem klaren Standardtarif Bus und Bahn vereinfachen. Jeder muss entscheiden können, eine Karte für alles, ob Ballungsraum, meine Damen und Herren, ob ländlicher Raum, für das ganze Land, ob Zugfahren, Räder ausleihen, ob Bus oder Taxi bezahlen, mit einfachen und preislichen attraktiven Angeboten lassen sich mehr Menschen in die Busse und Bahnen locken. Und das zu kombinieren, meine Damen und Herren, Reiseketten zu bilden, das ist an vielen Stellen schon gelebte Praxis und wir müssen sie für das ganze Land als Blaupause entwickeln und diesen Trend beschleunigen. Im Kern bedeutet dies, selbst wenn regionale Tarifsysteme zunächst weiter bestehen bleiben, wofür man sicher hier und da auch gute Gründe findet, so muss sozusagen klar sein, dass die Hemmnisse abgebaut werden. Die Zukunft liegt in der Einführung kilometerbasierter Tarife. Davon bin ich fest überzeugt für das ganze Land. Und durch die zunehmende Digitalisierung gibt es auch die Gelegenheit, mit dem Smartphone und Apps entsprechende Entwicklung einzuleiten. Das Smartphone ist der Treiber für dieses Thema und wir glauben eben auch, dass der normale Ticketerwerb, wegen mir auch rabattierte Ticketarten wie Azubi-Tickets, über die wir jetzt diskutieren, dass das für das elektronische Ticketverfahren überhaupt kein Problem ist. Wir müssen das Tarifwirrwarr auflösen. Potenzielle Kunden müssen dann entsprechend barrierefreien Zugang haben, um das Tarifwirrwarr zu beenden. Und ich füge hinzu, es wird auch Zeit, meine Damen und Herren, dass wir da Geschwindigkeit aufnehmen, sonst verschlafen wir da die Entwicklung, blickt man auf andere Länder. Und was für die Kunden gut ist, Stichwort Digitalisierung, ist auch für die Unternehmen gut. Davon bin ich fest überzeugt, denn mit der fortschreitenden Digitalisierung kann auch eine neue Antwort auf eine transparentere Finanzierung im ÖPNV gefunden werden. Neben unseren Vorschlägen, meine Damen und Herren, über neue eigene Finanzierungsquellen für die Kommunen nachzudenken. Hierzu hat die Kommission, Herr Bayer hat gerade darauf hingewiesen, auch entsprechende Vorschläge eingebracht, muss die heutige sogenannte, wie Sie sie genannt haben, Spaghetti-Finanzierung durch ein besseres, bedarfsgerechtes und transparenteres Finanzierungssystem ersetzt werden. Selbst Fachleute, wissen wir, blicken oftmals gar nicht mehr durch, wie die Finanzierungsströme sind. Bund und Länder sowie Städte und Landkreise, die sogenannten Aufgabenträger, die den Nahverkehr bestellen, speisen sich unübersichtlich durch eine Vielzahl von Quellen. Gut, dass wir sie haben. Der ÖPNV ist eh schlecht ausfinanziert. Wir brauchen aber eine Idee davon, wie wir zukünftig sozusagen mit entsprechenden Entwicklungen auch dazu kommen, eine bessere Transparenz und eine Verstetigung der Mittel im Grunde genommen für diese wichtige Aufgabe für ein gutes Leben in der Stadt und auf dem Land, wie wir das miteinander hinbekommen. Da gilt es eben auch noch zu diskutieren, zu überlegen. Wir meinen im Grunde genommen, dass eine Debatte über Nutznießerfinanzierung insbesondere im Stadt und Land noch mal aufgenommen werden muss. Wer muss sich eigentlich in Zukunft an der Mobilität, von dem eben auch viele partizipieren im Stadt und auf dem Land, wer muss sich da beteiligen? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber wir müssen darüber diskutieren, wie wir es gemeinsam mit den Kommunen hinbekommen, dass die Mittel für den zukünftigen Ausbau auch zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung zum Thema Organisationsstruktur im ÖPNV. Sie hat mindestens, so hat es mal ein Kollege in einer Debatte ausgedrückt, helfenden Charakter. So viel darf man sicher sagen, auch für die Angebotsausweitung. Wir wollten mit unserem Wollen, mit unserem Exkurs, den wir eingebracht haben in dieser Gruppe, mehr anlassbezogene Zusammenarbeit organisieren. Wir verstehen unseren Exkurs als eine Einladung, sich besser zu vernetzen, die Akteure besser zusammenzubringen. Manche wollen diesen Vorstoß, das sage ich hier auch ganz klar und exponiert, als Abkehr von dem jetzigen Zweckverbandssystem werten. Wir nicht, meine Damen und Herren, damit das auch klar ist. Dennoch, es ist völlig selbstverständlich, dass wir Veränderungen brauchen und wir werden darauf bestehen, dass wir sie auch gerne im System umsetzen. Wir brauchen nämlich und sehen zusätzlichen Anpassungsbedarf für eine stärkere Abstimmung der jeweiligen Standards mit den Zweckverbänden. Und wir sehen zusätzlichen Verbesserungsbedarf für mehr Beteiligungsrechte des Verkehrsausschusses und der Apparate hier im Landtag, die zu diesem Thema ja nicht nur sozusagen das Geld zur Verfügung stellen, sondern auch wichtige Beiträge leisten können. Es liegt doch auf der Hand, meine Damen und Herren, sind neue Fördertatbestände im ÖPNVG dazugekommen und sie zielgenau zu steuern, um die Investitionsoffensive einzuleiten, ist ursächliche Aufgabe
derjenigen, die hier im Verkehrsausschuss und im Landtag arbeiten. Und diese Verantwortung, meine Damen und Herren, wollen wir auch nutzen. Abschließend möchte ich noch eine persönliche Bemerkung hinzufügen. Wer glaubt, wenn mir das so gestattet ist, dass wir auf Dauer mit der heutigen Anzahl von Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen, aber vor allen Dingen im Rhein-Ruhr-Gebiet, die großen Herausforderungen für mehr ÖPNV bewerkstelligen können, ja, der muss schon, so will ich das sagen, verdammt gute Gründe haben, wenn wir die Spaghetti-Finanzierung, meine Damen und Herren, vielleicht ein Ansatz für eine Entwicklung auflösen können. Davon bin ich allerdings dann überzeugt. Gibt es auch mehr Platz für effizientere Unternehmensstrukturen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Löcker. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Rehbaum. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute uns die Zeit nehmen, einmal über dieses wichtige Thema ÖPNV und über die Enquetekommission zu sprechen. Wir neigen ja als ÖPNVler schnell dazu, in eine gewisse Fachsprache zu verfallen und uns mit Details zu beschäftigen. Und Außenstehende reiben sich verwundert die Augen. Ich versuche in meiner hoffentlich nur 10-minütigen Rede dieses ganze Verkehrsthema in möglichst einfacher Sprache darzustellen. Und ja, bin gespannt, ob mir das gelingt. Erstmal meinen herzlichen Dank an vor allem Herrn Bayer für die Leitung des Ausschusses, aber auch die Namen wurden genannt, Frau Kowohl, Frau Bauer, Frau Dr. Maus, die Sachverständigen, die angehörten Experten, die Referenten und natürlich die Kollegen der anderen Fraktionen. Wir haben gute Diskussionen geführt, fachlich, wie ich finde, tiefschürfende, gute Diskussionen geführt. Und das zeichnet ja auch eine Enquetekommission aus. Wesen der Enquetekommission ist ja letztlich dann das Konsensuale. Die Gemeinsamkeiten stehen im Vordergrund. Das war auch diesmal so. Allerdings gibt es auch ein paar Themen, bei denen wir nicht immer einer Meinung waren. Auch das gehört dazu. Wir haben unsere Sondervoten eingebracht und sie sind auch vernünftig dargestellt im Bericht. Und ich möchte auch den heutigen Tag nutzen, um ein paar Themen anzusprechen, die uns als CDU-Fraktion besonders bewegen. Es wurde zum einen oder anderen Thema schon was gesagt durch meine Vorredner. Ich möchte es trotzdem nicht versäumen, über den Nahverkehr in unseren Städten zu sprechen. Wir haben dort in den letzten Jahren beobachten können, dass viel gute Arbeit geleistet worden ist. Vieles ist verbessert worden. Man bemüht sich um ein gutes, hochwertiges, leistungsfähiges Angebot. Aber dennoch gibt es im städtischen Nahverkehr Sorgenkinder. Und die Sorgenkinder sind die U-Bahn, Straßenbahn und Stadtbahn. Wir haben dort eine beklagenswerte Situation. Die Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen, die Strecken ebenso, die Tunnel, die Stationen. Es geht um Sicherheit, es geht um Brandschutz. Wir haben dort einen Sanierungsstau von, wenn man dem VDV folgt, etwa 3 Milliarden Euro. Alleine Duisburg hat einen Sanierungsstau von 550 Millionen Euro. Und dort muss dringend was passieren. Wenn das an dieser Stelle gestattet ist, würde ich doch eine politische Bemerkung machen. Man fragt sich, welcher Teufel die regierungstragenden Fraktionen 2012-13 geritten hat, die Mittel für Stadtbahnen zu kürzen. Das sind 150 Millionen Euro bis zum heutigen Tag, die dem System entzogen worden sind. Das hätte nicht sein dürfen. Wir brauchen in unseren Großstädten leistungsfähigen, sicheren, barrierefreien und attraktiven Nahverkehr. Und auch das muss gesagt werden, moderne Straßenbahnen, Haltestellen und Stationen sind ja auch nicht nur Selbstzweck, sie sind auch eine Visitenkarte für eine Großstadt. Und wir sind der Meinung, es ist 5:05 und wir brauchen sehr bald ein knackiges Programm für die nachholende Sanierung unserer Stadtbahnen. Wir haben nicht nur in der Stadt, auch im ländlichen Raum unsere Aufgaben. Während wir in den städtischen Räumen vordergründig im ÖPNV über die Bewältigung von Pendlerströmen und Pendlermassen sprechen, geht es im Land, im ländlichen Raum, in der Region um die Sicherstellung eines Grundangebotes. Und der demografische Wandel spielt uns da nicht in die Karten. In vielen ländlichen Regionen, nicht in allen, muss man sagen, haben wir Bevölkerungsschrumpfungen.
Schülerrückgang und in vielen Städten, auch nicht in allen, haben wir ein enormes Wachstum zu verzeichnen und das verschärft die Probleme umso mehr. Diese ungleiche Entwicklung hat schwerwiegende Folgen. Zum einen ist es die Mietpreisexplosion in vielen Großstädten, die uns wirklich Sorgen macht und die auch aus sozialer Sicht ein großes Problem darstellt. Und auf dem Land haben wir ein ebenso soziales Problem, dass wir in manchen Dörfern kaum noch unsere Infrastrukturen aufrechterhalten können, seien es Kindergärten, seien es Schulen, seien es Einzelhandelsangebote. Und die Entwicklung schreit förmlich danach, einen attraktiveren Nahverkehr zwischen den Boomstädten und dem ländlichen Raum zu schaffen. Auf dem Lande ist im ÖPNV in den letzten Jahren viel erreicht worden. Und ich möchte meine Rede heute auch einmal nutzen, um den tausenden Beschäftigten zu danken, den Fahrern, den Zugbegleitern, den Sicherheitsleuten, den ehrenamtlichen Busfahrern, die tagtäglich für unsere Mobilität auf der Straße sind. Herzlichen Dank. Ich habe selber als Busfahrer gearbeitet und weiß, dass der Respekt der Fahrgäste gerade in den Großstädten oft zu wünschen übrig lässt. Seinen Frust am Busfahrer auszulassen, ist für manchen Fahrgast offenbar ganz normal. Und ich sage ganz ausdrücklich, ja, der Kunde ist König, aber er sollte sich auch wie ein Kaiser benehmen. Ich möchte an dieser Stelle auch dem Werkstattpersonal, den Verwaltungen, den kreativen Köpfen im Nahverkehr, den Verbünden, den Unternehmen, den Unternehmern, den Aufsichtsräten und den Fahrgastbeiräten danken. Sie alle helfen mit, dass wir einen guten Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen haben. Es ist viel passiert, wie gesagt, aber in den Stadt-Umland-Beziehungen kann noch vieles besser werden. In erster Linie gucken wir uns dort natürlich den SPNV an, den Schienennahverkehr. Und an der Tagesordnung 2017 sind noch immer Verspätungen, verpasste Umstiege und Zugausfälle. Das muss viel, viel besser werden. Die CDU ist für eine konsequente Verknüpfung der Verkehrsträger, die Verknüpfung von Bus, von Stadtbahnen, von Nahverkehrsbahnen und vom Fernverkehr. Wir brauchen dazu eine bessere Reserve, mehr Reserve in den Fahrplänen, aber auch in den Fuhrparks. Wir brauchen mehr Puffer bei den Fahrzeiten. Wir brauchen einen bedarfsgerechten Ausbau von Engpässen im Netz. Bestes Beispiel ist die Bahnstrecke Münster-Lünen, die dringend zweigleisig ausgebaut werden muss, um den RRX dann auch wirklich bis in den westfälisch-lippischen Raum hineinführen zu können. Und wir brauchen eine andere Regelung bei Verspätungen. Die Frage, welcher Zug warten muss, welcher Zug darf überholen im Verspätungsfall, ist nicht zufriedenstellend geregelt. Das darf nicht immer automatisch nur der Fernverkehr sein. Auch ein Nahverkehrszug kann sinnvollerweise Vorfahrt bekommen. Das muss anders geregelt werden. Der wichtige Begriff an dieser Stelle ist der Deutschlandtakt, eine Initiative bundesweit, die sich im Grunde am Schweizer Modell orientiert. Dort hat man insgesamt Bus und Bahn deutlich besser vernetzt und daran können wir uns auch in Nordrhein-Westfalen ein Vorbild nehmen. Ja, im ländlichen Raum geht es um die Schaffung und Aufrechterhaltung vor allem eines Grundangebotes. Es gibt Landesteile, in denen wir keinen Schienenverkehr haben, weil es keine Schieneninfrastruktur gibt. Dort erfüllt schon heute der Schnellbus, in manchen Fällen auch der Regionalbus, eine echte Schienenfunktion. Der Schnellbus ist die Regionalbahn auf Gummirädern. Deswegen ist es wichtig, den Schnellbus auch zuverlässig, unabhängig von der Haushaltslage des Aufgabenträgers zu finanzieren. Und deswegen sind wir absolut der Meinung, dass der Schnellbus durch Landesmittel, und zwar durch Regionalisierungsmittel, also durch die Schienenverkehrsmittel, finanziert werden muss. Die Regelung, die wir derzeit haben, auch im neuen ÖPNV-Gesetz, dass es eine Option gibt, den Schnellbus mit Schienenverkehrsmitteln zu finanzieren, reicht nicht. Wir brauchen eine zweckgebundene Finanzierung für den Schnellbus aus Schienenverkehrsmitteln. Wichtig ist auch, dass die Bürgerbusvereine besser ausgestattet werden. Wir brauchen hier für jeden Bürgerbusverein 1.000 Euro extra. Wir fordern das seit 3 Jahren. Noch immer ist nichts passiert, das ist schade. Die Bürgerbusvereine sind wirklich enttäuscht von der Landespolitik. Ein wichtiger
Beitrag zur Stärkung der Infrastruktur in den kleinen Orten können Mobilstationen sein, die Zusammenführung der letzten Einzelhandelsversorgungsangebote, der Poststationen, des Bankautomaten, der Tankstelle und der Haltestelle. Dort kann man neue Dorfzentren entstehen lassen, und das sollten wir fördern. Ein kleines Zwischenfazit: Die CDU will leistungsfähigen Stadtverkehr, und sie will ein attraktives Grundangebot auf dem Land. Dazu brauchen wir eine optimale Verknüpfung aller Verkehrsträger, vom Fahrrad über den Pkw bis zu Bus und Bahn, bis zum Fernverkehr und auch zum Fernbus. Und das muss systematisch angegangen werden. Das beste Mittel gegen explodierende Mieten ist beschleunigter Neubau von Wohnungen und ein attraktiver Nahverkehr ins Umland. Es geht also hier um Angebotsqualität, aber es geht auch um das Thema Barrierefreiheit im körperlichen Sinne. Da muss viel getan werden im Nahverkehr. Noch immer gibt es zahlreiche Haltestellen, die keinen ebenerdigen Einstieg möglich machen. Es geht aber auch um die Beseitigung von Hemmnissen beim Fahrscheinkauf. Und es muss einfach möglichst einfach sein für Kunden, für Fahrgäste, den Fahrschein zu erwerben. Wir haben derzeit 3 Verbundräume im Land, Westfalen-Lippe, das Ruhrgebiet und das Rheinland. Und diese Dreiteilung im Tarifwesen ist sinnvoll. Man kann in den 3 unterschiedlichen Landesteilen auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen und auf unterschiedliche regionale Besonderheiten eingehen. Das Entscheidende ist, dass der Fahrgast die Grenzen dieser Verbundräume überschreiten kann, ohne Probleme zu bekommen. Was wir also brauchen, ist nicht ein großer NRW-weiter Landestarif, sondern eine NRW-weite Benutzeroberfläche, mit der es an jedem Ort des Landes einfach ist, einen Fahrschein zu erwerben. Es gibt, soweit ich weiß, keine Menschen, die mit dem Nahverkehr von Bad Salzuflen bis nach Aachen fahren. Aber es gibt tausende Menschen, die vom Ruhrgebiet ins Münsterland pendeln, von Aachen nach Düsseldorf, von Bielefeld nach Hamm. Und dann ist das richtig. Und das Entscheidende ist, dass dort wirklich der einfache Übertritt dieser Tarifgrenzen möglich wird und der Fahrgast komfortabel reisen kann. Ja, der letzte Themenbereich ist die Finanzierung. Jeder weiß, und wir sind uns in der Enquete-Kommission wirklich einig gewesen, dass guter ÖPNV Geld kostet. Dazu benötigen wir die Fahrgeldeinnahmen der Fahrgäste, aber wir benötigen auch die öffentliche Hand, die dort, wo Linien nicht kostendeckend arbeiten können, einspringt. ÖPNV ist Daseinsvorsorge, und wir sind froh und dankbar, dass der Bund die Regionalisierungsmittel für den Schienenverkehr deutlich aufgestockt hat und so die Fehler, die Verhandlungsfehler aus der Ära Rau weitestgehend ausgebügelt werden können. Eine klare Absage erteilen wir als CDU neueren Finanzierungsinstrumenten wie den kostenlosen Nahverkehr für jedermann, Mietertickets, Vermietertickets, Arbeitgeberzwangsabgaben, Anliegerzwangsabgaben. Das sind sozialistische Träumereien, die Mieten verteuern und Arbeitsplätze teuer machen. Dem Land geht es wohl nicht schlecht genug. Eine ÖPNV-Zwangsabgabe auf Wohnungen und Arbeitsplätze ist zutiefst unsozial und wird von der CDU abgelehnt. Wir brauchen in der Stadt eine vernünftige, leistungsfähige Versorgung mit Nahverkehr, auf dem Land die Sicherstellung mit einem Grundangebot von Nahverkehr. Wir brauchen eine vernünftige Verknüpfung und Zuverlässigkeit zwischen den Verkehrsträgern und einen kinderleichten Fahrscheinkauf. Und wir brauchen einen angemessenen Preis für eine gute Leistung. Wir als CDU wollen keinen ÖPNV für lau, sondern modernen, leistungsfähigen, pünktlichen, vernetzten, rundum attraktiven Nahverkehr mit modernen Bussen, komfortablen Bahnen und barrierefreien Stationen, verständlichem Fahrscheinsystem und mit Respekt und Anerkennung für die Arbeit von Fahrpersonal und Begleitpersonal. Zum guten Schluss möchte ich eine Empfehlung an alle Fraktionen hier im Hause machen. ÖPNV, Bus und Bahn darf kein ideologisches Spielfeld werden. Wir müssen weiterhin für pragmatische Lösungen kämpfen, für gute Infrastruktur und gutes Angebot. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Verkehrsträger zusammenspielen können. Die CDU ist für gute Politik für Bus, Bahn
und Fahrrad. Sie ist aber auch für eine gute Politik für die Menschen, die auf den Pkw angewiesen sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rehbaum. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Beu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Enquetekommission 4 des Landtags NRW legt heute ihren Abschlussbericht vor. Wir haben uns zwei Jahre lang mit den Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels befasst, so der offizielle Titel der Kommission und so auch deren Arbeitsfeld. Wir Grüne sehen viel Einigkeit am Ende dieses Prozesses. Alle Fraktionen bestätigen die hohe Bedeutung des öffentlichen Personenverkehrs für die Gesellschaft. Alle Fraktionen möchten ein besseres Angebot und mehr Service. Die Kommission hat viele sinnvolle Vorschläge für den Weg dorthin diskutiert. Als praktische Möglichkeiten wurden beispielsweise, ich führe jetzt nur einige auf, erstens die überjährigen Fonds zur Finanzierung der Infrastruktur, zweitens Lebenszyklusmodell der Infrastrukturfinanzierung, drittens Entwicklung eines qualifizierten Regionalnetzes, viertens das Schaffen von leistverständlichen, wiedererkennbaren Standards für Mobilstationen diskutiert und angeregt. Alle Handlungsempfehlungen müssen jetzt weiter konkretisiert werden und in die Umsetzung gehen. Mit dem ÖPNV-Gesetz haben SPD und Grüne bereits vorab erste Sonderförderungen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die Reaktivierung von stillgelegten Schienenstrecken oder auch, vielleicht hat es Herr Rehbaum übersehen, für die nachholende Sanierung von Stadtbahnstrecken. Dieses ist bereits im ÖPNV-Gesetz, was wir im Dezember vorigen Jahres beschlossen haben, Teil der Sonderförderung. Und auch zur Elektrifizierung bisheriger Dieselstrecken, damit die bereits grundsätzlich umweltfreundliche Bahn noch einen höheren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten kann. Unsere aller Aufgabe ist und bleibt auch die Herstellung der Barrierefreiheit, die Herstellung der Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Bundesgesetzgeber hat das im Personenbeförderungsgesetz ja bereits für das Jahr 2022 vorgeschlagen. Bis dahin sollen die Maßnahmen ja realisiert werden. Viele unserer Kommunen im Lande sind doch tatsächlich im zeitlichen Verzug. Wir als Land NRW leisten dort Hilfe. Wir Grüne wollen, dass mehr Menschen Bus und Bahn nutzen. Dazu ist ein Ausbau der Infrastruktur unverzichtbar. Hierzu benötigt der ÖPNV jedoch weitaus mehr Finanzmittel, als bisher zur Verfügung standen. Neben den Fahrgästen und dem Land müssen auch der Bund und auch die Kommunen sich verstärkt um ihre Aufgaben und ihre Verantwortung kümmern. Dies gilt auch für diejenigen, die einen sogenannten Drittnutzen haben. Handel und Gewerbe, Arbeitgeber und Immobilien profitieren von guten ÖPNV-Anbindungen. Dass eine finanzielle Beteiligung dieser möglich ist, ohne dass Arbeitsplätze gefährdet werden und ohne dass Mieten explodieren, beweist Frankreich mit der Abgabe Versement Transport. Auch in Deutschland ist dies möglich. Schon heute gibt es einzelne Fälle, wo sich Privatunternehmen auf freiwilliger Basis an der Finanzierung des ÖPNVs beteiligen. Wichtig ist uns Grünen aber vor allem, die Benutzung des ÖPNV muss einfacher gestaltet werden. Dazu gehören eine transparente Tarifgestaltung, die landesweite Angleisung von Apps und Infrastrukturvorgaben und die Ausrichtung des Angebots der Verkehrsunternehmen an den Bedürfnissen der Fahrgäste. Um dieses Fahrziel Zukunft zu erreichen, haben wir Grüne den Mut, die Frage zu stellen, ist die jetzige Zersplitterung des ÖPNVs in NRW mit diversen kleinen, kleinsten und großen kommunalen Verkehrsunternehmen, mit Städten und Kreisen als gesetzlichen Aufgabenträgern, mit 9 und nicht, wie Herr Rehbaum sagte, 3 Tarifverkehrsverbünden und mit 3 Aufgabenträgerverbünden für den SPNV der bestmögliche Weg oder führt er in eine Sackgasse? Bedarf es nicht einer intelligenten, übergeordneten Steuerung der Arbeit der Zweckverbände, sei es in der Form einer Landesverkehrsgesellschaft oder etwas Ähnlichem? Und weil das so ist, findet sich die Forderung im Wahlprogramm meiner Partei wieder, dass die Interesse der Fahrgäste im Mittelpunkt stehen muss und dass sich die Strukturen an diesen auszurichten haben. Andere zucken vor dieser Systemfrage zurück. Alle Defizite zum Trotz möchten sie unverrückbar am alten System unreformiert festhalten. An diesem Punkt waren wir uns in der Kommission uneinig. Das will ich auch feststellen, dass nach zwei Jahren Diskussion nicht nur hier Differenzen zwischen den Fraktionen verblieben.
Diesen punktuellen Differenzen zum Trotz beurteilen wir Grüne die Ergebnisse der Enquetekommission als Erfolg für den ÖPNV und als Erfolg für Nordrhein-Westfalen. Deshalb haben die Fraktionen von SPD und Grünen einen Entschließungsantrag eingebracht. Alle zwei Jahre soll die Landesregierung dem Parlament berichten über die Umsetzung der formulierten Ziele der Enquetekommission. So bewahren wir den Erfolg der gemeinsamen Diskussion und schaffen den nötigen politischen Druck und die nötige Dynamik, beim ÖPNV am Ball zu bleiben. Die vorzeigbaren Ergebnisse sind das Resultat der ausführlichen fachlichen Diskussion in der Enquetekommission. Für die offene, stets zielführende Diskussion bedanke ich mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen. Last but not least haben neben den Sachverständigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und der Fraktionen ein großes Stück zum Erfolg beigetragen. Ohne ihr Wirken im Hintergrund wäre die Arbeit der Kommission nicht so gelungen. Darum geht an Sie mein ganz herzlicher Dank für Ihre wertvolle Unterstützung und nochmals viel Erfolg in der Zukunft für den ÖPNV in diesem unserem Lande. Vielen Dank, Herr Kollege Beu. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Nückel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ob diese Enquetekommission ein Erfolg ist und ob man das jetzt schon feststellen kann, ich weiß nicht. Ich glaube, das werden wir erst in 10 bis 15 Jahren beurteilen können. Vielleicht wird auch manches, was daraus umgesetzt wird aus dem Bericht, auch gar nicht so als Erfolg gewertet werden. Es muss sich etwas verändert werden, in der Tat, da sind sich alle einig, bei der Suche nach dem Wind, der die Segel strafft für den ÖPNV. Aber trotz Rekordjahr 16 für Busse und Bahn, das war ja heute eine Meldung, wird klar, dass die Regel, dass allein die steigende Flut die Boote flott macht, vielleicht eine Regel, die es im Wattenmeer gilt, aber sicher nicht in tropfenden U-Bahn-Tunneln. Es muss sich etwas ändern, darüber sind sich alle im Klaren, alle Beteiligten. Also im Prinzip ja, aber. Und das war so auch ein bisschen wie Radio Erevan, manchmal auch in der Enquetekommission, im Prinzip ja, aber. Und dadurch glaube ich, was Herr Beu gerade auch unterstrichen hat, natürlich haben wir nicht alles im Konsens beschlossen. Und ich glaube auch, die ein oder andere Fraktion wäre über die ein oder andere Handlungsempfehlung, die abgelehnt wurde, dann doch vielleicht glücklich gewesen, weil das vielleicht zum Erfolg der Enquete geführt hätte. Aber so ist das nun mal. Auch in einer Enquetekommission gibt es politische Mehrheiten. Trotzdem Dank auch an den Ausschussvorsitzenden, der auch in manchen strubbeligen Situationen das Schiff gut gesteuert hat. Und natürlich auch besonders den Mitarbeitern im Ausschusssekretariat, denn die Abgeordneten waren ja doch manchmal ein bisschen störrisch, vor allen Dingen, wenn es um Terminfindungen ging. Das war dann doch manchmal etwas problematisch. Aber das ist unser Alltag. Millionen Pendlerinnen und Pendler sind jeden Tag auf einen funktionierenden Nahverkehr angewiesen, aber auch der Freizeitverkehr zum abends zum Theater oder am Wochenende zum Sport, in die Natur, spielt eine immer größere Rolle. Dabei steigen natürlich auch die Mobilitätsansprüche der Nutzer. Das Angebot, das Nordrhein-Westfalen im Nahverkehr dem gegenüber bietet, ist freundlich formuliert verbesserungswürdig. Die Infrastruktur, ich glaube, das können wir auch alle feststellen, ist in vielen Stellen marode. Viele Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen und man sieht es ihnen auch an. Und NRW zeichnet sich auch durch eine Vielzahl, ich will sie nicht undurchsichtig, aber immerhin unübersichtliche Tarife aus. Und der ländliche Raum fühlt sich oft abgehangen. Und auch im Ballungsraum von Rhein und Ruhr sieht es manchmal mau aus, in den Außenanlagen oder auch wenn man auf den Fahrplan nach 22 Uhr schaut. Vieles, was meine Kollegen gerade hier angeführt haben, ist richtig, was die grundsätzlichen Forderungen, auch was die Analyse angeht, nicht jedoch in vielen Fällen, was die Schlussfolgerungen betrifft. Bei aller Übereinstimmung in Fragen und Details zur Multimodalität, Digitalisierung, Schnellbussen im ländlichen Raum, erfüllt der Bericht sicherlich einen gewissen Anspruch. Bei den Finanzierungsoptionen der Zukunft ist, glaube ich, ein wenig Enttäuschung angebracht. Und in diesem Punkt unterscheidet sich die FDP-Fraktion grundsätzlich von den anderen Fraktionen. Wir wollen keine Experimente mit Zwangstickets, Drittnutzerfinanzierung und Ähnlichem, weil dies alles auch größtenteils praktisch kaum oder gar nicht umsetzbar ist.
weil es eine gewaltige Abzocke auch zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Lande ist und weil Zwangsbeglückung, Sie werden es mir nachsehen, und Zwangsverpflichtung nicht gerade dem Bild des mündigen Bürger entspricht. Das ist die Ansicht der FDP, dass wir da deutlich eine rote Karte zeigen müssen und solche, ich sag mal, Diskussionen auch da dem entgegensprechen. Die Forderung von Drittnutzerfinanzierung soll ja Immobilienbesitzer oder möglichst auch Unternehmer melken, egal ob sie selbst oder ihre Mieter oder Beschäftigten den ÖPNV nutzen oder nicht. Das können wir nicht akzeptieren und wurde ja auch juristisch, nicht nur juristisch, bei den Anhörungen der Enquete ziemlich auseinandergenommen, so dass manche Forderungen da nicht einmal, wie ich finde, Schatten werfen. Und weil es eine Illusion ist zu glauben, dass diese Instrumente an sich den ÖPNV verbessern werden, wir müssen uns, glaube ich, eher alle darum kümmern, dass die jetzige Finanzierungsverfassung im ÖPNV ein wenig als Fass ohne Boden angesehen werden kann. Also eine grundlegende Verbesserung, da sind wir uns in der Analyse, glaube ich, wieder alle einig, wird man nur dann erreichen. Ja, wenn man das, Kollege Löcker sagt, ist ja auch gerade das Finanzierungssystem mit Stichworten wie Spaghetti-Diagramm analysiert, charakterisiert, aber ich finde eben auch beseitigt mit allen Konsequenzen. Intransparenz und Kostenverschleierung sind leider heute prägend für den Umgang mit Milliarden von Steuergeldern und hier gilt es, glaube ich, anzusetzen. Wir Liberalen fordern eine Neuordnung des Systems mit klaren und einfachen Finanzierungstatbeständen. Wir fordern durchgängig Transparenz, Kostenwahrheit, aber auch die Durchsetzung von Marktmechanismen an einigen Stellen und Wettbewerb. Und deshalb sah es die FDP auch als ihren zentralen Beitrag zur Arbeit der Enquete an, das Finanzierungsgutachten initiiert zu haben und dabei den umfassenden Beratungsprozess, ich glaube, auch befruchtet zu haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ein neuartiges, ich finde schlüssiges Finanzierungssystem. Und es hat in der Szene, der Branche, ja auch schon Wellen, positive Resonanz und viel Anklang gefunden. Wir verdanken dies der Auswahl unseres Gutachters, Kollege Bayer hat ihn ja gerade auch schon einmal genannt, Frank M. Schmidt. Mit Ihnen hatten wir einen profunden Kenner und Finanzierungsexperten der Republik für die Enquete gewinnen können. Seine langjährige Erfahrung in der DERE und beiden Bodewig-Kommissionen kam, glaube ich, der Arbeit der Kommission unmittelbar zugute. Das Ergebnis ist eben ein neues Konzept zur Neuordnung der ÖPNV-Finanzierung. Wir Liberale fordern die Umsetzung des kompletten, nicht nur im Ganzen Sinn machenden Finanzierungskonzepts. Alles andere würde nur Stückwerk bleiben. Und so sehr wir es begrüßen, dass etliche Teile des Konzepts ja auch die Zustimmung der Kommission erhalten hat, so müssen wir allerdings kritisieren, dass die politische Mehrheit der Kommission den entscheidenden Schritt und die entscheidenden auch Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung nicht mitgetragen haben. So ist das eben mit politischer Mehrheit. Und ein komplettes, in sich geschlossenes System damit nicht so ganz sichtbar ist, was Mechanismen und auch Wettbewerb angeht. Dass unser Konzept natürlich mitunter, und das ist vielleicht das Problem, auch Druck auf manche Verkehrsbetriebe zur Folge hat, ist klar und notwendig. Mir scheint aber so zu sein, dass es dann doch manchmal rote und schwarze Kirchtürme im Land gibt, die dann eher sich als Brennklöpse für eine grundlegende Reform der Finanzierung sehen. Kurz gefasst, wir haben in der Kommission versucht, unsere Positionen und Argumente in zwei umfassenden Sondervoten in dem Bericht darzulegen. Wir wollen, das als Fazit vielleicht im Interesse der Fahrgäste und Steuerzahler eben nicht neuartige Abgaben, sondern eine grundlegende Reform der bestehenden Missstände. Dazu kann vielleicht die Lektüre des Berichts beitragen. Die Handlungsempfehlungen tun es nicht in konsequenter Art und Weise, aber ich bin da auch alle voller Zuversicht. Die Zukunft wird es zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Piraten spricht Herr Kollege Bayer. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Fahrgäste, Sie, die Fahrgäste, nutzen Bus und Bahn, weil Sie den öffentlichen Nahverkehr nutzen können und er auf Ihren Pendlerwegen gut funktioniert. Sie sind also schon mal ein bisschen privilegiert. Dennoch sind Sie vor allem von den Warte- und Umsteigezeiten genervt und von den Verspätungen.
Sie hätten gerne besser ausgebauten und attraktiveren Nahverkehr. Und gleich als zweites nervt sie der Tarifdschungel, obwohl sie die Tarife zumindest teilweise verstanden haben und sie nicht gleich aufgegeben haben. So wie viele Menschen im Land, die den Dschungel nicht durchblicken und aufgeben, weil sie keine Schwarzfahrer sein wollen. Es wären potenzielle Fahrgäste. Der Tarifdschungel ist kein freiwilliges Abenteuerland. In dem Dschungel bringt es nichts zu schreien. Ich bin Fahrgast, holt mich hier raus. Oder? Die Wünsche der Fahrgäste, die Hürden zur Nutzung von Bus und Bahn und den Tarifdschungel, der Tarifdschungel waren nicht die einzigen Gründe, warum wir Piraten im Sommer 2014 die Enquete-Kommission beantragt haben. Wir wussten, welche Erwartungen für die Zukunft an den ÖPNV gerichtet sind und welche politischen Ziele mit einem Ausbau des ÖPNV verknüpft sind. Eine Verdopplung des ÖPNV-Angebots ist nötig, allein schon, um die Klimaschutzziele zu erfüllen. Wir wollten ganz speziell den Schwerpunkt auf die Finanzierung der Zukunft für Bus und Bahn legen, um endlich den Wünschen, Erwartungen und berechtigten Zielen das Totschlagargument der Unfinanzierbarkeit zu nehmen. Und das ist uns gelungen. Wer den Bericht liest, erhält einen Gesamtüberblick, erhält naheliegende Verbesserungsvorschläge und große neue Ideen für innovative Finanzierungsinstrumente. Mehr als 161 Ideen, die meist absolut unterstützungswert sind. Es freut mich besonders, dass wir dabei Bus und Bahn fahrscheinfrei mit dem Finanzierungsmodell Bürgerticket auf Herz und Nieren geprüft haben. Die Diskussionen darum waren lang und tiefgründig. So wurde das Bürgerticket als einzige Finanzierungsoption im gesamten Bericht sogar einer juristischen Bewertung unterzogen. Und das Fazit ist, Bus und Bahn fahrscheinfrei ist machbar. Das Land hat die Befugnis, dieses Modell rechtlich sauber einzuführen. Damit hat die Politik jetzt ein Instrument an der Hand, das dabei hilft, die Wünsche der Fahrgäste, die Erwartungen und politischen Ziele zu erfüllen und die Finanzierungsprobleme zu lösen. Es ist geeignet, den ÖPNV in eine Zukunft unter veränderten Bedingungen zu führen. Wichtig dafür ist allerdings, dass es Kommunen gesetzlich ermöglicht wird, dieses und andere innovative Finanzierungsinstrumente auszuprobieren und zu nutzen. Und das kann das Land machen. Und dass dann ganz konkret auf kommunaler Ebene, auch umsetzbar ist, hat die Fraktion auch noch außerhalb der Enquete-Kommission untersucht. Eine Umsetzungsstudie für die Praxis stellt die Fraktion, meine Fraktion, nächsten Montag vor. Der Tarifdschungel muss weg, ganz weg. Er muss nicht gelichtet werden, gerodet werden muss er. Denn obwohl die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuern den ÖPNV zu 2/3 bereits selber finanzieren, haben sie Eintrittsverbot. Sie dürfen den Nahverkehr erst nach einer Tarif- und Vertriebsstruktur nutzen. Wir von der Piratenfraktion finden es unfair, wenn die Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt schon mit ihren Steuern für den Nahverkehr zahlen, ihn aber gar nicht sofort nutzen dürfen. Bus und Bahn fahrscheinfrei dagegen ist gerecht und smart, smartgerecht. Denn das intelligenteste Finanzierungsmodell ist das Bürgerticket. Wenn alle einen geringen Pflichtbeitrag leisten, kann jeder Bus und Bahn fahrscheinfrei nutzen. Das ist keine Spinnerei, sondern rechtlich und logistisch umsetzbare Mobilitätskonzept der Zukunft. Das haben wir in unserem Sondervotum vertieft. Hier erläutern wir ergänzend zum Bericht, wo ja auch schon eine Menge drin steht, ich habe es gesagt, die Chancen, die Rechtslage und die Finanzierungssystematik. Wir wollen damit auch den ÖPNV massiv ausbauen, so wie es der Klimaschutzplan und die Kommission der Landesregierung seit Jahren allerdings erfolglos empfehlen. Es geht uns dabei auch um verbindliche Zielwerte und Vorgaben, um die Definition einer ÖPNV-Grundversorgung und den öffentlichen Nahverkehr als kommunale Pflichtaufgabe, für die natürlich das Land finanziell einstehen muss. Raus aus der Abwärtsspirale, rein in die Aufwärtsspirale. Ein besseres, attraktiveres Angebot bringt auch mehr Fahrgäste. Pro Fahrgast werden Bus und Bahn billiger und jeder Umsteigende vom Auto zum ÖPNV spart der Gesellschaft direkt und indirekt sehr viel Geld.
Einen besonders starken Anstieg der Nachfrage als Initialzündung erwarten wir wiederum vom fahrscheinfreien Nahverkehr. Er schafft den Abbau der Hürden für Neueinsteiger. Einfach einsteigen und losfahren. In unserem Sondervotum haben wir auch dem Thema autonome Fahrzeuge und Elektromobilität noch einmal mehr Raum gegeben. Hier bleiben die anderen Fraktionen unserer Ansicht nach zu vage, zu beliebig und zu mutlos. Dabei ist das Thema jetzt schon zu dringend, um es nicht aufzugreifen. An anderer Stelle müssen wir die euphorischen Erwartungen ein wenig bremsen. Das E-Ticketing, welches Rot und Grün als Allheilmittel verkaufen, löst nicht automatisch alle Probleme. Im Gegenteil, in Hessen steht das kilometergenaue E-Ticketing für Kundenabzocke, weil es den ÖPNV doppelt so teuer macht und kompliziert ist. In Berlin haben wir den Datensuper-GAU erlebt. Ein zusätzlicher Kilometertarif fürs E-Ticketing verkompliziert sogar den Tarifdschungel. Ist doch klar, denn ein zusätzlicher Tarif macht es ja weder einfacher noch billiger. Den Fahrgästen würde dann zwar ganz bequem Geld abgebucht, nachvollziehen können sie dadurch die Tarife aber nicht. Ich ziehe das Fazit auf unserer intensiven Befassung. Im E-Ticket finden wir die Lösung auf die Fragen der Enquete-Kommission nicht. Die Chancen der digitalen Revolution liegen im ÖPNV woanders. E-Ticketing ist nur weiter so in digital und passt damit halt gut ins Portfolio der Regierungsfraktionen. Denn abgesehen vom RRX, und das muss ich jetzt mal sagen, und Verhandlungen im Bund um Regionalisierungsmittel, ist in dieser Legislaturperiode auf Regierungsebene nicht viel in Sachen ÖPNV passiert. Dass die Politik dieser reinen Lippenbekenntnisse, habe ich schon oft kritisiert, muss ich jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen. Die CDU interessierte sich immerhin für die Fernverkehrszüge im Nahverkehr, hatte dazu einen Antrag. Ansonsten haben wir Piraten fast alleine den öffentlichen Nahverkehr hier immer wieder ins Parlament gebracht, nicht nur in unser Wahlprogramm. Wir mussten also auch durchaus die Enquete-Kommission beantragen, damit die anderen Fraktionen nicht im Abgasdunst der Autolobby und es weiter so einer autozentrierten Politik einschlafen. Und das ist jetzt nicht einfach hier mal eine Reaktion auf eben, sondern die Kritik geht ganz generell an SPD, CDU, Grüne und FDP hier im Landtag, aber auch im Bundestag und in den Regierungen. Der Job der Piraten als Wecker und Lobbyist für die Verkehrswende ist allerdings noch nicht beendet. Unsere Unbefangenheit, der Mut, politische Wille, die Verkehrspolitik auch zu ändern, ist im Parlament in den nächsten 5 Jahren enorm wichtig und wird die Gesellschaft und das Land erheblich weiterbringen. Lebensqualität und mehr Verkehr, besserer Verkehr. Ich sage an dieser Stelle, keinen Fahrgast zurücklassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Schlömer. Jo, danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf den Rängen. Die Enquete-Kommission hat sehr viel Spaß gemacht und war in der Diskussion, in den einzelnen Sitzungen auch von sehr viel Sachverstand geleitet. Aus dem Grunde nochmal mein herzlicher Dank an all diejenigen, die dort mitgewirkt haben. Bei der Verfassung des Berichtes allerdings stellt es sich heraus, dass doch durch die Definition verschiedener Sondervoten einiges von dem, was vorher so gut gelaufen ist, so gut sich angelassen hat, doch wieder in Vergessenheit geraten worden ist. Und einiges davon konnten wir in den Vortragungen von Herrn Rehbaum und von Herrn Nückel leider auch hören. Zum Thema Finanzierung muss ich sagen, dass Herr Rehbaum ja dargestellt hat, dass wir einen hohen Investitionsaufwand in den kommenden Jahren haben werden. Aber im Gegensatz zur CDU hat sich die SPD-Fraktion auch mit der Frage beschäftigt, wie wir das denn finanzieren können. Und ich glaube, wenn wir eine Enquete-Kommission haben, in der wir 2 Jahre lang die einzelnen Aspekte des Nahverkehrs betrachten, ist es notwendig und sinnvoll, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, mal zu überlegen, wie wir etwas finanzieren können. Ja, Herr Nückel, Ihr Gutachter hat ein entsprechendes Gutachten gefertigt, allerdings nur einen Teilaspekt der ganzen Sachlage auch dargelegt. Nach meinem Dafürhalten reicht es nicht aus, sich auf ÖPP-Modelle zu fokussieren,
Das lässt sich möglicherweise vielleicht für das ein oder andere Infrastrukturprojekt ausprobieren, ist aber auch schon geschehen in verschiedenen Fällen. Und leider Gottes waren das keine Erfolgsmodelle. Eine Nutznießerfinanzierung, wie sie von SPD und Grünen vorgestellt worden sind, hingegen war durchaus in anderen Ländern, in anderen Staaten schon erfolgreich ausprobiert worden. Ich muss mich leider etwas kürzer fassen. Es gäbe da noch viel zu sagen. Der Tarifdschungel in Nordrhein-Westfalen muss auf jeden Fall nutzerfreundlicher strukturiert werden. Und da ist es auch notwendig, alte Grenzen zu überspringen und zu schauen, wie wir das in die Zukunft führen können. Wir brauchen einen leistungsstarken, qualitativ guten und pünktlichen und eines wurde auch noch vergessen zu sagen, einen sicheren ÖPNV und SPNV für die Nutzer und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nach unserem Dafürhalten, letzter Satz, ist das ÖPNV-Gesetz, was wir vorgestellt haben, ein sehr guter Start in die Zukunft des Nahverkehrs. Und da, Herr Rehbaum, haben Sie Unrecht. Die Bürgerbusvereine sind zufrieden mit dem, was wir jetzt angepackt haben. Wir machen da auch noch weiter. Es gibt mehr Geld für die, Finanzierung und auch für umweltfreundliche Techniken, die dann noch sicherlich weiter ausgebaut werden müssen. Vielen Dank, Herr Schlömer. So, jetzt hat Herr Kollege Rehbaum um das Wort gebeten. Offiziell 14 Sekunden, das weiß er. Ja. Ich genauso viele Kommata im letzten Satz. Keine Sorge, keine Sorge. So, in aller Kürze auf meinen Vorredner eingehend. Ja, wir brauchen eine vernünftige Finanzierung des ÖPNV. Aber diese Nutznießerfinanzierung sind wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich eine unsoziale Angelegenheit. Mietertickets machen Wohnungen teurer, Arbeitgebertickets machen Arbeitsplätze teurer und Anliegerabgaben machen nur Ärger und bringen nichts. Wir brauchen vernünftige Finanzierung staatlicherseits und auskömmliche Fahrscheintarife. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rehbaum. Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegen nicht vor. Deshalb schließe ich an dieser Stelle die Aussprache. Zumindest das, was wir hier oben an Aussprache schließen können, und stelle fest, dass der Landtag den Abschlussbericht der Enquetekommission 4, Drucksache 13.950, zur Kenntnis genommen hat. Aber wir kommen jetzt auch zur Abstimmung über den Entschließungsantrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksachennummer 14.077. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Dankeschön. Und demzufolge enthält sich die CDU-Fraktion und die Fraktion der Piraten sowie der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Dankeschön. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Entschließungsantrag von SPD und Bündnis 90, die Grünen, angenommen. Und ich darf im Namen des Parlaments allen Mitgliedern der Enquetekommission sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch einmal für ihre engagierte und umfangreiche Arbeit danken. Und ich bin sicher, Sie haben mit Ihrem Bericht einen bedeutsamen Beitrag für zukünftige Entscheidungen geliefert. Mit diesen letzten Bemerkungen schließe ich dann den Tagesordnungspunkt 6, rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 Antrag.